ZEW Wirtschaftsforum 2013. Sind die Banken noch zu retten? So die provokante Fragestellung des ersten Wirtschaftsforums unter Leitung des neuen ZEW-Präsidenten Prof. Dr. Clemens Fuest. Als Gastredner kamen Hochkaräter der Finanzbranche nach Mannheim, darunter Dr. Ulrich Schröder, Vorstand der KfW-Bankengruppe, oder Martin Blessing von der Commerzbank. Sie beschäftigten sich mit dem Spannungsfeld zwischen Banken, Wirtschaft und Politik in Zeiten der Krise. Ich glaube, als Banken insgesamt hatten wir einen zu hohen Verschuldungsgrad, zu wenig Eigenkapital. Die Liquidität war nicht in allen Fällen ausreichend. Das werden wir ändern. Und ansonsten müssen wir, glaube ich, die Kunden besser beraten und gucken, was sie wollen. Und das werden wir in Zukunft tun. Vor gut 200 Gästen thematisierten Vertreter aus Wirtschaft und Wissenschaft die Finanzmarktregulierung und ihre Folgen. Darunter Prof. Dr. Claudia Buch vom Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung, Dr. Michael Kemmer vom Bundesverband Deutscher Banken, Sabine Lautenschläger, die Vizepräsidentin der Deutschen Bundesbank, sowie MLP-Vorstand Dr. Uwe Schröder-Wildberg. Die vorgesehene Trennung von Geschäfts- und Investmentbanken, aktuelle Pläne zur Sanierung von Kreditinstituten sowie eine einheitliche europäische Bankenaufsicht unter Führung der EZB wurden diskutiert. Dabei hatte auch das Fachpublikum Gelegenheit, die Experten zu befragen, wie das in Schieflage geratene Bankensystem auf Kurs gebracht werden kann. Die Diskussion dieser Art ist von außerordentlicher Bedeutung, weil wir in der generellen öffentlichen Debatte eine unglaubliche Verkürzung haben. Wir haben teilweise sehr ideologisch geprägte Beiträge. Wir überbieten uns teilweise in den Reformschritten, die nicht aufeinander abgestimmt sind. Es ist auch teilweise auch schwer abzuschätzen. Und das Abschätzen geht im Grunde nur über den Dialog. Die Standards, die global festgelegt wurden, werden jetzt im europäischen Recht umgesetzt. Sie sollen im Januar 2014 in Kraft treten. Und diese Standards und Empfehlungen setzen letztendlich neue Anforderungen an die Kapital- und an die Liquiditätsbevorratung der Institute. Die Institute werden bedeutend widerstandsfähiger werden in Europa, weil sie mehr Kapital vorhalten müssen. Im Themenblock Wissenschaft für die Praxis kamen Experten des ZEW zu Wort. Sie stellten ihre aktuellen Forschungsergebnisse vor. Dabei ging es um die Nutzung von Dispo-Krediten, um Kriterien, nach denen Unternehmensgründer ihre Hausbank auswählen, sowie die Notwendigkeit eines Trennbankensystems. Ganz wichtig ist es, dass man wirklich in die Details schaut, dass man sich Daten anschaut, wie haben Regulierungen in der Vergangenheit gewirkt, wie haben sie in der aktuellen Krise gewirkt. Da kommen ja jetzt Daten herein, das heißt, wir können uns anschauen, was ist passiert. Aber das muss man sehr genau tun, da muss man sehr in die Tiefe gehen und das machen bei uns die Wissenschaftler. Mit seinen Veranstaltungen wendet sich das Wirtschaftsforschungsinstitut an Entscheider in Wirtschaft und Politik. Für das ZEW sind sie eine wichtige Form des Wissenstransfers.